Beim sogenannten Feiern, Klappen oder Niederpimmeln zeigt sich, wie unbarmherzig die Natur vorgeht. Unwürdige Männchen werden nämlich bereits im Vorfeld durch natürliche Auslese all ihrer Chancen beraubt, ihre Gene weiterzugeben. Sorry, Alter, mit den Schuhen nicht. Und warum kam die jetzt rein? Deine Klamotten sehen aus wie ein Müllsack, das geht hier nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Der wichtigste Auswahlfilter für die Partnerwahl bei Frauen ist die beste Freundin. Ihr Urteil entscheidet über das Fortbestehen der gesamten Spezies. Ist der heiß? Sorry, wir müssen ganz schnell aufs Klo. Besonders die nonverbale Kommunikation ist unter Frauen ausgereift, um auch in Gefahrensituationen entsprechende Handlungsschnelligkeit zu wahren. Verpiss dich, du Lulatsch! Häufig nehmen Weibchen auch andere befreundete Männchen mit in den Club, welche sie vor den Angreifern schützen sollen. Um den Kreis entsteht die sogenannte Friendzone. Die Männer, die diese Friendzone bilden, heißen immer Daniel, Tobi oder Hendrik. Weißt du noch die letzte Klausur? Ich hab in die Hose. Ich glaube nicht, dass du ihr Typ bist, weil sie steht nicht auf so muskulöse Männer wie dich und eher auf so introvertierte Poultry-Slammer. Hi, ich bin die Julia. Kann man dich kennenlernen? Was machst du da? Das Fortpflanzungskonzept der Friendzone-Männchen besteht aus drei essentiellen Komponenten: Geduld, Mitgefühl und Selbstbelügung. Ach, sie wird schon merken, was der Typ für ein Idiot ist, oder? Hendrik, ja? Ich möchte gerade einfach nur nach Hause. Ja, okay, ich fahr dich. Mahmut! Der natürliche Selektionsmechanismus der Weibchen weist allerdings eine eklatante Schwachstelle auf: Alkohol. Was bis vor kurzem noch ein Ausschlusskriterium war, ist für das Weibchen jetzt eine willkommene Geste. Was unter anderem mit dem Song Wannabe von den Spice Girls zusammenhängt, der gerade gespielt wird. Dings, du bist voll süß! I tell you what you want when I really want. Geil, ich hab zu Hause noch eins. Gegen alle Unwägbarkeiten hat sich dieses Paar gefunden und es kommt zur Paarung.